Ich halte das jetzt gerade hier in der Hand. Ich wollte das eigentlich. Ich habe hier alles toll aufgebaut mit Stativ. Und da drinnen sitzt meine Studioleiterin sozusagen. Da ist meine Studioleiterin. Aber soll nicht sein. Okay, also Improvisation. Passt ja perfekt zum Thema. Ich befinde mich gerade in einer Krise. Mal wieder. Also eigentlich habe ich echt das so. Ich lebe seit über 40 Jahren dort, wo andere Leute Urlaub machen, auf Mallorca. Ich liebe mein Leben. Ich habe eine geile Beziehung zu meiner Tochter. Ich habe eine tolle Finca, wo wir wohnen, mit Mandelblüten. Und der Job, den ich mache, also ich meine, ich liebe das, was ich mache. Ich gehe segeln und sage, scheiße, ich kriege auch noch Geld dafür. Wie geil ist das denn? Und vor 2 Monaten hat es mir so richtig die Füße weggehauen. Aber so alles in Frage gestellt. Also alles, was ich mir die letzten 10 Jahre aufgebaut habe. Und ich denke so, das kann doch nicht wahr sein. Kann es denn nicht mal bitte etwas über längere Zeit gut gehen? Man sieht ja das Geschenk da drinnen. Wir haben ja schon ein bisschen was gelernt. Ist ja nicht meine erste Krise. Also was ist die Lektion davon und so? Aber ich denke, meine Fresse. Echt, einfach mal, ich meine, der gemeinsame Nenner bin ja ich. Also versuche ich jetzt einfach mal was Gutes daraus zu kommen. Und dann ist mir nämlich eine Idee gekommen. Was wäre, wenn eine Krise eigentlich ein Liebesbeweis ist? Vom Universum, von deinem höheren Selbst, von Buddha, von whoever, wo du gerade dran glaubst. Vielleicht braucht man es als Lebenselixier. Guck mal, unser Leben verläuft, es gibt keinen Stillstand, das habt ihr bestimmt auch schon alle mal gehört. Also es ist ein ewiger Kreislauf. Ne, da ist die Stille, das Nichts, wir denken nach, die Kreativität, dann kommen wir in die Tat, dann erfolgt die Korrektur und dann startet es wieder von vorne. Und eigentlich entstehen die Krisen ja nur, wenn halt die Korrektur, wenn man da so ein bisschen zu lange mit drauf gewartet hat. Und dann, ne, als wenn das Universum dann einen so einen liebesvollen Stups geben will, doch wieder in die richtige Richtung zu kommen. Und ich bin ja nun Seglerin. Und sieht man nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Und da ist mir ein Bild gekommen. Und dieses Bild würde ich gern mit euch teilen. Also stellt euch vor, wir gehen segeln. Wir sind draußen und die Sonne scheint und das Meer ist schön glatt und alles, es ist einfach nur traumhaft schön warm, alles gut. Und da ist dann diese eine Dichtung, die ist so ein bisschen spröde, weißt du, da leckt so ein bisschen Wasser rein, aber es sind ja nur Tropfen, die da reinkommen. Und ich meine, bei dem Motor, da muss ich immer so jeden Monat oder so, muss ich da so einen Becher Öl wieder reingießen. Ist jetzt ja auch nicht so das Ding. Und dann haben die Solarplaketten haben jetzt irgendwie angefangen, wirklich zu die Batterien wieder aufzuladen. Aber ist ja egal, ich kann die ja mit dem Motor laden, die Batterien. Und dann ist da so ein kleines Riss da vorne, ne, im Segel. Sehe ich so ein kleines Riss oder so. Das ist ganz oben, also wir haben ja leichten Wind. Ist alles kein Problem. Und dann wird es ein bisschen mehr Wind. Und das ist ja also noch richtig geil, weil du, ja, komm, wir gehen schön segeln. Wir kommen ein bisschen schneller voran mit ein bisschen mehr Wind. Und dann wird's aber immer mehr Wind. Und die Wellen werden höher. Und dann wird diese Dichtung bricht auf einmal. Und das Wasser kommt reingelaufen. Und dann funktionieren die Bilgepumpen nicht mehr, weil die Batterien ja alle sind. Dann geht der Motor kaputt, weil jetzt nämlich gar kein Öl mehr drinne ist. Das wiederum lädt nicht die Batterien. Ich kriege meine Bildschirme. Es kommt immer mehr Wasser rein. Das Segel reißt, weil wir haben ja immer mehr Wind. Und dann kommt unsere Orca. Ich weiß ja nicht, wie ihr den Namen habt. Wir haben doch diese Orca da vor Gibraltar und kommt Schiffe spielen. Und die kommt dann und spielt mit dem Schiff, beißt dir das Ruder ab. Jetzt bist du komplett manövrierunfähig. Da haben wir es, den Super-GAU. So.
Früher wäre ich dann, ich hätte noch irgendwie, weißt du, so einen Tampen genommen da vorne, ne, und so einen Mund und ins Wasser gesprungen und hätte das Schiff dann irgendwie so schwimmend wieder nach Hause gebracht. Aber es ist ja nun nicht meine erste Krise, also habe ich schon so ein bisschen was gelernt. Ich rufe den Seenotrettungsdienst an. Der kommt auch ganz schnell, weil Universum liebt mich ja. Ich bin auch ganz in der Nähe. Und schleppen mich ab, bringen mich zurück in den Hafen. Alles gut. Schiff ist ein bisschen tiefer gelegt, aber ich bin in den Hafen. So. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Jetzt regrediere ich und sage, ich lasse das mit dem Segel. Ich kaufe mir jetzt ein Ruderboot und segel und ruder so ein bisschen übers Meer. Oder über den See, besser über den See. Oder ich sag so, jetzt will ich es erst recht wissen. Jetzt erst recht. Jetzt werde ich die beste Seglerin. Jetzt lerne ich es richtig. Und dann hast du nämlich die Möglichkeit, auf den nächsten Level zu kommen. Im echten Leben auf den nächsten Bewusstseinslevel. Und im Seglerleben, du wirst halt dann eine richtig gute Seglerin. Ganz wichtig, nicht sofort wieder losgehen. Also nicht jetzt hier den Motor so mit Powertape und Kabelbinder oder so machen, sondern erstmal Wunden lecken. Es ist ganz wichtig in der Krise. Wirklich nur das Hauptsache, also wirklich ne, Schiff absichern, dass es sicher im Hafen ist. Nichts machen. Kümmere dich um dich selbst. Wunden lecken. Das ist wie wenn du dir einen Arm brichst. Wenn du den zu früh wieder belastest, bricht er einfach wieder. Du brauchst diese Phase. Zieh dich zurück. Also ich gehe dann segeln mit dem anderen Schiff, das nicht untergegangen ist. Weil da komme ich so runter. Da kommen dann so diese ganz rudimentären Sachen. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Wenn ich müde bin, schlafe ich. Und dann so allmählich fange ich an, mir darüber Gedanken zu machen. Was ist denn eigentlich passiert? Ist genauso wie im Leben. Wenn man drüber nachdenkt, eigentlich wusstest du schon, wenn du, da ist schon was passiert. Ne? Als die Dichtung spröde war, hätte ich ja auswechseln können. Die Batterien laden nicht mehr. Wie gehst denn du mit deinem Energiehaushalt um? Hast du das nicht? Eigentlich hast du schon gemerkt, da bist du immer wieder falsche Balance. In diesem übertragenen Sinn, kann man sagen, wie sehr kümmere ich damit, wo ich meine Energien auflade? Den Motor. Ich meine, das ist die Energie, wo es herkommt. Vielleicht lerne ich jetzt mal, mach so einen richtigen Engineering-Kurs, um dann richtig gut zu wissen, wie geht denn das wirklich? Und vielleicht gehe ich auch ein bisschen rudern auf dem See. Es ist ja überhaupt nicht schlimm, mal wieder ein bisschen zu regredieren und sich seine Hausaufgaben zu machen. Aber so baust du dann ganz allmählich, vorsichtig. Und irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo du wieder tipptopp bist, wo du voller Energie bist und sagst, geil, come on, let's go sailing. Ja. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Bild, das vielleicht so ein bisschen zeigen, wenn man da so rausgeht, bei eurer nächsten Krise. Denn die kommt garantiert. Und vielleicht denkt ihr dann an das Schiff und vielleicht daran, das nächste Mal das Schiff, also metaphorisch, euer Leben, euer Körper, euer Business, was auch immer, rechtzeitig zu pflegen, rechtzeitig zu korrigieren, bevor es der Super-GAU kommt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein schönes, lustiges Bild geben und let's go sailing! Soul sailing! Wuhu! Wir gehen raus! Ich weiß nicht, wie ich das jetzt wieder steuere. Ich habe keine Ahnung. Auf Stopp-Knopf oder so. Regie, sind da Fragen gekommen? Nein. Okay, also tschüss. Ich versuche das jetzt mal irgendwie wieder anzuhalten. Ciao.